Nastic, der Kollegin Jacqueline Nastic, Entschuldigung, für die Fraktion Die Linke. Das war ich selbst. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, etwa einen Monat ist es her, dass die 15-jährige Zeynep Issam Majed al-Hazali von einer US-amerikanischen Kugel in den Kopf getroffen und getötet wurde. Das passierte, während die US-Soldaten in der Nähe eines Wohngebiets trainierten. Und unser tiefes Mitgefühl gilt ihren Hinterbliebenen. Die Verantwortlichen dafür gehören aber zur Rechenschaft gezogen. Es darf im Irak keine Verschleierungen mehr geben. Auf meine Nachfrage diesbezüglich ans Auswärtige Amt sagte man, es gebe keine eigenen Erkenntnisse dazu. Und wir erwarten von einer Ampelregierung, die nicht nur gendert, sondern eben auch wertebasiert und feministisch sich nennt, dass sie alles dafür tut, dass der Tod der jungen Zeynep aufgeklärt wird und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Und eigentlich auch der Tod der 500.000 unschuldigen irakischen Kinder, die Opfer von westlichen Sanktionen wurden, von denen die Chefzynikerin der US-Außenpolitik Albright einst sagte, sie seien den Preis wert. Die Madeleine Albright, die Sie noch von den wertebasierten Grünen vor 2 Jahren zu Ihrer Fraktionsklausur als Stargast gefeiert haben, schämen Sie sich eigentlich für nichts? Auch dieser Krieg der USA begann mit einer gigantischen Lüge. Denn wir wissen alle, dass Massenvernichtungswaffen von George Bushs siegreichen Truppen im Irak niemals gefunden wurden. Dafür aber das gesamte gesellschaftliche System zerschlagen wurde und mit einem Teile und Herrsche auf konfessionellen Kriterien fußendes Korruptionssystem geschaffen wurde. Deswegen dauert seit etwa einem Jahr auch die Regierungskrise an. Und genau auch aus diesen US-Verbrechen speiste und speist sich der fürchterliche IS-Terror. Ihr zuständiger Staatssekretär antwortet auf Nachfrage dazu, die NATO-Truppen würden, Zitat, die seit 2014 im Kampf gegen die IS erreichten Erfolge und Fortschritte konsolidieren und absichern. Wir alle wissen, dass der IS immer noch da ist, dass er noch stärker mittlerweile wieder ist und dass mindestens 10.000 IS-Kämpfer in Irak und Syrien sich derzeit aufhalten. Und in Syrien wächst eine neue Generation von Terroristen heran. Allein im Lager Al-Hoy, aus dem sie sich übrigens seit Jahren weigern, radikalisierte deutsche Staatsbürger zurückzunehmen, wachsen täglich neue Terroristen heran. Meine Damen und Herren, hören Sie endlich auf, sich als Lakai von gescheiterten US-Abenteuern aufzuspielen. Hören Sie auf, dafür Steuergelder und vor allen Dingen das Leben von deutschen Soldaten zu riskieren. Das Mandat widerspricht übrigens ausdrücklich dem Willen des irakischen Parlaments, das 2020 alle ausländischen Truppen aufgefordert hat, das Land zu verlassen. Die Linke lehnt das Mandat ab. Und ich gebe Ihnen zwischendurch das Ergebnis.